Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Disciples Liberation. Ja, wir haben unseren ersten Anführer schon getötet. Von den Untoten. Das war aber eher so, upsie. Das war eher so, upsie. Ich würde eigentlich liebend gerne die anderen auch noch alle töten. Einfach nur, weil wir es können. Ich weiß nicht genau, warum ich in diese Richtung reite, aber es ist egal. Ich würde sagen, weil wir haben ja bei den Elfen haben wir noch irgendeine andere Aufgabe, weil wir haben ja noch Shalea, die Vampirin dabei. War das? Doch, ja, das war die Vampirin, die dabei ist. Ich töte einfach alle anderen. Ist doch eigentlich wurscht, oder? Ist doch eigentlich wurscht, was wir töten. Solange wir nicht die anderen töten. Also unsere Leute. Die Legion. Das ist doch eigentlich vollkommen Jacke wie Hose. Welche Anführer wir jetzt hier abschlachten und welche nicht. Ich will nichts mit den Elfen zu tun haben, also. Jo'Janis der Aal, der abscheuliche General des Imperiums, muss aufgehalten werden. Ich sage, du sollst sterben. Ihr sollt alle sterben. Ich kümmere mich um den General. Sobald ich mich um Jo Jetzt natürlich die Frage, ich möchte jetzt nicht die Elfen angreifen und nachher sagen die anderen, ey Jörg, voll cool. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zu der Allianz. Dann hauen wir die aus den Socken. Und dann gehen wir zu den Elfen. Und ich will nicht, dass sie hier so ein Move machen, weißt du? So ein, hey, guck mal, cool, du hast geholfen, was ist das? Jo'Janis der Aal, ach so. Ich habe die Berichte gesehen. Weitere Truppen sind durch den Untoten Licht gestorben, der die Untoten Schwärme befehligt. Meine Brüder, meine Schwestern. Ich habe mich um den Licht gekümmert. Ich habe den Licht gefunden, der die Untotenhorden angeführt hat. Er ist tot. Wieder tot. Noch toter? Unmöglich. Helden der Weiten werden zu Helden des ganzen Imperiums. Kommt, mein Leutnant hat ein Fass Bier, von dem er glaubt, er könne es vor mir geheim halten. Ich habe nur auf eine Ausrede gewartet, um es zu konfiszieren. Bier, sagst du? Und ich habe auf einen Grund gewartet, dich zu töten. Also, ich lehne grundsätzlich nichts ab. Kaum hast du das Wort gesprochen, flitzt Orion schon mit einem Becher in der Hand an dir vorbei. Du läufst ihm nach. Inmitten des Gelächters und der Freude, den Gesichtern und dem Tanz fragst du dich, wie es wohl wäre, wenn du in Orion zur Armee gegangen wärst. Wärst du nicht alleine losgezogen, hätte dein Vater nicht. Wäre es dann so geworden? Wärst du dann glücklich gewesen? Du hörst auf zu sinnieren, als Coruscandre sich nähert. Obwohl wir der Untotenplage eine Niederlage zufügen konnten, soll die Schicksalshand eine noch größere Schlacht anstreben. Wir werden aufgerufen, uns dem Imperium anzuschließen. Wir sind bereit, es gibt noch Dinge zu erledigen. Die Untoten sind die geringste unserer Sorgen. Wir marschieren in die Schlacht, wenn wir mit den anderen Völkern fertig sind. Wow. Oh, und oh, das war aber keine gute Idee. Ariana, Heldin der Weiten, Verantoors und des Imperiums. Die Untoten sind die. Wir sind. Okay, sorry, da muss ich laden. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss ich jetzt aber laden. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte mich dir jetzt bei weitem nicht anschließen. Ich wollte doch nur Geschenke haben. Damit habe ich das kam jetzt tatsächlich ein bisschen überraschend, dass wir uns den schon nicht dachte, Bier und so. Nee, das kann ich nicht machen. Das kam überraschend. Nein, ihr sollt sterben. Gibt's doch gar nicht. Habe ich mich aus Versehen in dieser scheiße Allianz angeschlossen. Ich habe die Berichte gesehen. Ja, ich weiß, ich auch. Sind durch den ich habe mich um den Licht gekümmert.
Unmöglich. Ich habe nur auf eine Ausrede gewartet, um es zu kritisieren. Und ich habe auf einen Grund gewartet, dich zu töten. Jetzt, wo der Lich weg ist, gibt es einen weiteren Kommandanten, den ich aus dem Weg räumen will. Ja, so ist besser. Das kam, damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein bisschen Upsi. Setze den Feind unter Druck. Das war Upsi. Das war so ein Huch. Heilige Rächerin. Oh Gott, die kenne ich alle gar nicht. Das wird schmerzhaft. Ja, bitte dahin. Und wir warten einfach mal ab, was passiert. Wir warten einfach mal ab, was passiert. Gibt's ja gar nicht. Da schieße ich mich aus Versehen der Allianz an, ne? Oh, ich habe vergessen, den einen da wegzunehmen, sehe ich gerade. Oh ja, das war doof. Kann ich zurück? Hm. Ich werde deine Wunden lecken. Naja, ein Simsbums ist ja nicht so schlimm. Für deine Ehre. Durchbreche die Linie. Setze den Feind unter Druck. Wir werden siegen. Durchbreche die Linie. Der Hunger betäubt mich. Wir sind sein fleischgewordener Zorn. Brenne. So nutzlos. Schnell. Zack, erstmal alle weghauen hier. Erstmal alle weghauen. Ruhm. Entschuldigung, Kumpel. Naja, hat die nicht so viel Schaden gemacht. Kann man mit klar. Noch sieht man mich. Ich mach das schon, Avi. Gott sei Dank sind sie so weich, wie weich nun mal ist. Stirb. Oh, ihr seid gleich tot. Ich geh schon mal hoch. Ich gehe schon mal hoch. Ich gehe schon mal hoch. Tschüss. Rücke aus. Diablo wurde aktualisiert. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Natürlich. Spüre seine heilige Hand. Für den Hohen Vater. Oh, Bagdad kommt nicht ran. Sie werden ihr Blut verdienen. Von nirgendwo. Ich gehe. Stellen wir uns einfach mal so ein bisschen dahinter und dann passt das schon. Stellt euch nicht immer in die Ecke. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Spür das Gift. Kessel die jetzt einfach ein bisschen ein. Können sie nicht mehr rausbewegen.
Washo, Washo, was auch immer er sagen will. Kommen Sie ran? Ja. Knapp aber. Zack. Wir werden Ihr Blut verdienen. Ruhm! Dein Fleisch ist so zart. Dann haben wir es gleich geschafft. Sind gleich alle tot. Schmerz wird dein Lohn sein. Lass das. Mann, müsst ihr euch jetzt heilen? Aha. Das wird schmerzhaft. Spür den Biss meiner Klinge. Ich gehe schon. Haha. Du warst sowieso gleich tot hier. Also alles gut. Zack. Und zack. Gewonnen. Nächster Kommandant tot. Hätte ich gerne gemacht. Ohne ihren Kommandanten haben die Truppen des Imperiums keine Chance. Wir müssen beten, dass das Licht des Hohen Vaters sie in die vier Himmel tragen wird. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, ich mochte ihn nicht besonders. Coruscandre. Plus 15 Imperium? Minus... Hä? Das hat mich jetzt verwirrt. Ich habe irgendwie plus Imperium bekommen, aber irgendwie... Weiß ich nicht warum. Irgendwie weiß ich nicht, warum ich das bekommen habe. Wir kriegen das hier. Verringert die Abklingzeit von Anjanas Fähigkeiten. Anjanas zweite Fähigkeit um ein, wenn sie ihr Ziel besiegt. Dann können wir ja auch irgendwann... Warum auch immer ich jetzt bei den anderen so fett Minus bekommen habe. Aber gut, vielleicht gleicht sich das irgendwann wieder aus. So, jetzt haben wir für die Elfen haben wir jetzt das erledigt. Dann sage ich denen jetzt so weit guten Tag, dass... ne? Den Mana-Brunnen brauche ich nicht. Ich bräuchte eigentlich nochmal einen Heilungsbrunnen. MC Elfo. Aber ich glaube, oben in den Elfo-Landen ist einer, ja. So, ich werde aber davor einmal mal ganz kurz speichern, dass wir hier auch nichts falsch machen. Nicht, dass er dann wieder schimpft. Jo'Janis der Aal, der abscheuliche General des Imperiums, muss aufgehalten werden. Der General ist tot. Ich sag, du sollst sterben. Ihr sollt alle sterben. Warum kann ich eigentlich bei ihr sagen, ihr sollt alle sterben? Jo'Janis der Aal ist tot. Ausgezeichnet. Jetzt können wir seine Soldaten angreifen und sie für ihre Verbrechen bezahlen lassen. Kommt, lasst euch von den Elfen feiern. Gut, wir sind noch nicht fertig mit dem Töten. Der Aal war nur das erste Blut, das wir auf diesen Schlachtfeldern zu vergießen gedenken, Luuna. Angriff! Entschuldigung. Ich töte sie einfach alle und dann bei den anderen sage ich, hey cool, hi. Was wir denn dazugehören? Ich will doch auch dazu gehören. Ich mach das schon, Avi. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Wollen wir einmal warten? Ich muss in Reichweite. Geh doch. Oh, da standen wir noch mal gerade richtig, wa? Bin unterwegs. Bist weit gekommen. Ich sehe meinen Feind. Mit leisen Schritten.
Galeon sieht zu. Ich sehe meinen Feind. Kurz und schmerzhaft. Ruhm! Wehre dich oder stirb! Genieß den Schmerz. Na, wenn ich nämlich warten drücke, dann sind wir nämlich alle gleich dran. Heilung! Abklingzeit wurde sogar verringert. Das Obstacle im Weg. Obstacle. Stell dich mal dahin. Kurz Batz, weg. Muss aufpassen. Pass auf. Aua. Bist du doll auf den, meine Güte. Ziel anvisiert. Haha. Ich bin unterwegs. Meine Feinde zersplittern. Komme ich dadurch eigentlich wieder wach? Ich teste mal, ob ich daraus rauskomme. Ja, kommt man. Okay, war ein Test. Ich mach das schon, Abi. Da wollte ich hin. Ach komm, dann stellst du dich ja dahin. Ja, die werden gleich sterben, aber ist dann Pech. Das ist dann einfach Pech. Ich meine, ihr könnt sich da hinten natürlich auch hinter den Obstacle verstecken, aber das bringt auch nichts. Naja, er kann sich ja nicht mal mehr verstecken, weil er sich nicht mehr bewegen kann. Freie Schussbahn. Brauche Deckung. In den Kampf. Sterbt schnell. Gilead Moren! Ich lebe noch, aber ich glaube, er brennt. Ich glaube, er hat Feuer auf sich. Ich bin unterwegs. Mensch, pack da, lauf doch mal. Von nirgendwo. Ich gehe. Der Kampf naht. Ich werde deine Wunden lecken. Deine Tränen sind da. Sehr gut. Au, au, au. Noch sieht man mich. Spür das Gift. Aber wir haben wieder Abklingzeit verringert dadurch, wenn. Also wirklich, wenn sie tötet, Abklingzeit runter.
Sag ich doch, der blutete. Naja, schade, aber gibt Schlimmeres im Leben. Galean sieht zu. Der kalte Tod kommt. Flink! Wegen friere ich auch schon, ist auch Winter draußen. Mein Pfeil wird Fleisch verzehren. Ich bin unterwegs. Wir werden ihr Blut verdienen. Ruhm! Brennt dein Fleisch? Der hätte ruhig sterben können, aber der stirbt jetzt eh. So, last but not least. Ja, ich nehme diesen Weg. Das wird schmerzhaft. Tschüss, Elfen, Kommandant. Du weißt, dass es getan werden musste. Sie trug genauso viel Schuld an meinen Ketten wie jeder andere Elf. Soll sie Fleisch für die Blutsbäume sein. Dankeschön, minus 10 Elfen. Ich immer noch nicht verstehe, warum wir bei den anderen. Aber gut, das müssen wir hier nochmal machen, ne? Aber ich muss jetzt mal ganz kurz zurück und einen neuen Pigi Pigi Pucci Schizi holen. Oh, Pigi Pucci Schutzi Schizi. Was sagen eigentlich meine Führung 20? Warte mal, 20 ist doch so einer hier, oder nicht? 10? Kann ich einen Magier reinmachen? Das wäre sogar noch lieber. 20. Oder die Succubus. Succubus kann ein bisschen heilen, aber die kann halt zaubern. Denn wird das wohl die Dame. Schön. Wir haben mal eine Zauberin und nicht nur einen Bogenschützen. Wir hatten ja vorher nie genügend Führungskosten-Ding.